Vorhin, ob er da kennt oder das nicht. Aber natürlich bei jedem, der also das sind noch vier Plätze frei. Das Erste, was ich euch bieten möchte, ist, die Handys auszuschalten. Bitte wirklich ausschalten, nicht auf lautlos. Wir haben einen Livestream per Internet und da gibt es immer irgendwelche Interferenzen. Danke für das. Ja, ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen im Namen des Studio West Independent Films. Studio West Independent Films ist eine Filmeinrichtung in Salzburg, die sich vor allen Dingen dem Dokumentarfilm verschrieben hat und das Ganze eigentlich schon seit, wieder mal so gut 20 Jahren. Und im Rahmen des Studio West finden unter anderem auch Serien statt wie das School of Documentary, die sie in einem fünf Wochenenden in ca. 70 Stunden Dauer dem Dokumentarfilm widmet. Oder zu Richard Church oder was sagen. Was wir auch machen im Kino, mit dem Kino in Zusammenarbeit ist monatliche Dokumentarfilmpräsentation mit Diskussion, Salty Talks. Dann haben wir Filmanstoß, also wir unterstützen Filmemacher, um ihre Filme einreichfähig auf den Weg zu bringen, Exposés, Treatments etc. etc. zu verfassen. Haben ein biennales Festival, im letzten Jahr war das das Roma Videodrom, also was um die Lebensbedingungen der Roma in Südosteuropa ging. Und einen Geräteverleih für Filmemacher, der extrem günstiger ist. Also, und dann ist es natürlich, ist auch das Studio West einfach auch ein Treffpunkt für Filmemacherinnen. So. Ja, ich darf euch auch herzlich begrüßen. Wie schon gesagt, das Ganze läuft heuer auch über einen Livestream. Ich hoffe, dass uns die Maria sieht. Es gehen unsere herzlichsten Wünsche nach München, glaube ich, gell, Nani? Nach München zu der Maria. Ich hoffe, das haut hin. Die Maria kann leider nicht dabei sein. Stellvertretend für die Maria möchte ich aber Freunde und Freundinnen und Familienmitglieder begrüßen von der Maria. Unsere herzlichsten Grüße gehen an euch. Ich glaube, da sitzt ihr. Wir möchten nicht überziehen. Ich glaube, im Anschluss an unsere Veranstaltung gibt es einen Termin, insofern nur ganz kurz zur School of Documentary. Das ist die zweite Ausgabe der School of Documentary. Die School of Documentary vermittelt interessierten Menschen innerhalb von 70 Stunden von 5 Wochenenden das Handwerk des sozialkritischen und künstlerischen Dokumentarfilms. Ich finde es immer total spannend, erstens, welche Menschen sich da anmelden, zweitens, wie in kürzester Zeit dieses... Alles schnell. Es ist immer eine große Freude, euch kennenzulernen. Das war schon letztes Jahr so, ist genauso. Das heißt, in 70 Stunden, ich weiß, das ist, hört sich wenig an, umso faszinierender ist für mich jedes Mal, wie viel in diesen 70 Stunden weitergeht. Zumal nach diesen 70 Stunden Crashkurs, muss man schon fast nennen, jetzt wieder 5 Abschlussfilme
entstanden sind. Also meinen großen Respekt an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der diesjährigen School of Documentary, mit welch viel Elan, Enthusiasmus und Energie sie diese Filme produziert haben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig sie ist, das zu lernen, erstens zu drehen, zweitens dann zu schneiden, drittens den Ton zu bearbeiten, viertens, und dann gibt es fünftens, sechstens, siebtens, achtens, neuntens. Ja, es ist kein Ende, so einen Dokumentarfilm zu machen, das ist nie absehbar. Umso mehr großen Respekt, dass ihr das geschafft habt. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid und wünsche euch viel Vergnügen bei der Präsentation der diesjährigen Abschlussfilme der School of Documentary. Danke vielmals. Der erste Film, der jetzt gleich laufen wird, ist Liebe, Freiheit, alles von Nanni Schiefel-Theiler. Es ist ein, 25 Minuten Film circa. Und wir werden auch nachher dann kurz Zeit haben, darüber zu reden, in Anbetracht dessen, dass nachher nur eine Vorstellung ist, müssen wir ein bisschen den Zeitplan einhalten, sonst staut sich es draußen erst recht. Genau, wieder. Deswegen. Gut. Let's go. Okay. Film ab. Geträumt? Und du hast es dann nochmal umgeformt, umgewandelt und niedergeschrieben? So eine tolle Eingebung hast du gehabt. Ich? Hab? Den? Komplett hin? Prolog? Fertig? Für dein Buch? Super! Das hast du jetzt in der kurzen Zeit geschafft. Klasse! Toll gemacht, Maria. Spitze! Dir?
Prolog? Eine Rück. Rückblende. So, Maria, sind die Name? Elf. Born. Να βάλουμε αυτό πρώτα. Θα βάλουμε πράσινο, ένα ωραίο πράσινο μολύβι που έχω. Καινούριο. Στο δείξω. Και μετά θα βάλουμε λίγο κίτρινη σκιά. Ε? Τι λες? Εντάξει, ναι. Κλείς τα μάτια λίγο. Θα βάλουμε παντού. Άνοιχτα. Τι χρώμα θες? Θες μπλε? Μαύρο? Έλα, κλείς το μάτι. Άνοιξε. Δεις λίγο. Γιατί δεν μπορώ να στη φέρω πολύ μπροστά. Σ' αρέσει? Τώρα να κάνουμε και τα βίμπαν, ε? XXL volumen, Μαρία. Show the sun. Good style. Αλλά εσύ έχεις τόσο μεγάλα ματόκλαδα. Και τώρα θα βάλεις αυτό για ρούζ, όχι πολύ έντονο, γιατί έχεις κάνει πολύ έντονα τα μάτια, εντάξει? Λοιπόν, τώρα κάνουμε χείλια. Θέλεις σκούρο, δεν ταιριάζει, κόκκινο, θες κόκκινα, ε?
Κάτσε να δεις τώρα. Γιατί έχω φέρει και όλα τα δικά μου. Όχι. Δεν σ' αρέσει. Ωραία δεν είναι. Λοιπόν. Να βάλουμε λίγο μια γραμμή, γιατί με το κραγιόν, ξέρεις, φαίνονται λίγο στις γωνίες όχι πολύ καλά, καταλαβαίνεις. Εντάξει. Ρε. Θες να δεις, τα μαλλιά θα φτιάξουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, για δες. Ωραία, ε! Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε τα μαλλιά. Θέλεις να τα φέρουμε έτσι με χωρίστρα? Με χωρίστρα στην, πιο πολύ από εδώ. Okay. Ναι, αλλά πώς σου τα μάζεψε έτσι? Κάνεις σαν μπέλε. Άντε πάμε για καφέ τώρα. Ε? Ή στην δίσκο. Όχι, για καφέ πάμε. Οκ. Okay. Εγώ λέω κάτι άλλο πιο καλό. Θες να το ακούσεις? Να πάμε σε μια ταβέρνα, να πιούμε τα ουζάκια, να φάμε τα μεζεδάκια, τα σουβλάκια, ε? Και να χορέψουμε. Τι λες, καλύτερη ιδέα από ότι τώρα για καφέ? Ε? Άρα Μαρία μου. Εντάξει είναι. Όχι. Γιατί μας παίρνει. Εντάξει. Και εδώ. Κάνουμε το χέρι. Οκ. Okay. Τέλος. My girls for a party. High heels on and I'm ready to go dancing.
kommt's. Ihr seid, jetzt kommt's. Ihr seid. Fürchterlich. Fürchterlich. Er ist schon so. Früh. Mhm. Ach so. Was? Frühschläfer. Frühschläfer? Oder so. Ach ja, das stimmt. Ja, du. Ja, du nicht? Nee. Haha. Nee, wir machen heute um 2:30 das Licht aus. Um 2:30? Ja klar, Mika ist da. Ich schlaf nicht hier. Aber der Sotiri, Maria. Was? Nein. Der hat jetzt Ferien. Ja. Langweilig schreibt. Zum Glück geht Maria nicht mehr in die Schule. Ja. Wer ist hier langweilig? Ja, er. Nein, du. Du. Ich? Ja. Nein. Da sind wir einer Meinung. Ha, 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 ha. Colato. Ja. Colato. So, mach mal Faust. Schau mal. Cool, ne? Τα αδέρφια κρατάνε μαζί. Ναι, ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Και όταν η μαμά λέει κάτι, τα αδέρφια λένε το αντίθετο. Χαχα. Έτσι, ε. Άντε καλά. Γιατί. Έτσι δεν κάνω. Ε, βέβαια, και εγώ έτσι κάνω με τον αδερφό μου. Ακριβώς. Ε, όλα τα αδέρφια έτσι κάνουν. Yeah. Κρατάνε μαζί. Ναι. Μάλιστα. Τώρα ξέρεις τι κάνει ρε Μαρία, με πατάει. Ξέρεις τι κάνει, Μαρία, με πατάει. Αλλά πλέει έτσι βαθιά, βαθιά, βαθιά και με πατάει πίσω στον τοίχο. Σπαστικό. Το τουρό. Θα κάνω επίδυσης για να ξέρω ότι είμαι σε τη μάνα. Απ' τη κουτουρά. Γιατί αυτή. Καπνίζανε. Καπνίζανε. Όχι, παιδί μου. Τι κάνεις. Τίποτα. Όχι, η Μαρία δεν καπνίζε, αλλά οι άλλοι καπνίζανε, Μαρία. Ε. Ο Ράχμαν καπνίζε. Μαρία. Μαρία. Θα τον πνίξω τον αδερφό σου καμιά ώρα. Γιατί. Γιατί θα τον πνίξω. Να τον ησυχάσω. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί, γιατί είναι ζωηρούλης. Είναι χρέος του πάντσα και να καπνίσει από 14. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό. Ποιος θα έπρεπε να σταματήσει. Αλλά και εγώ είχα και... ελληνικά. Ναι, η Μαρία είχε και ελληνικά κάθε Σάββατο. Η Άννα ερχόταν, ξέρεις και Άννα. Για πες Μαρία. Τι φωτογραφίες τα έβγαζες. Εσένα. Άμα ήσουν καλά και έκανες φωτογράφηση, τι φωτογραφίες τα έβγαζες.
θα γεννώσουν. Σχεδιάστρια. Τι θα σχεδιάζεις, μόδα? Νομίζω δασκάλα. Καλή μαγιά. Μπράβο, Μαρία. Πόσο τι? Και εσύ θα χόρευες και θα γινώσεις μα και σχεδιάστρια. Θα έκανες το δικό σου, τη δικιά σου μόδα, ε? Αυτό μπορείς να το κάνεις, το ξέρεις. Όχι, γιατί δεν γίνεται με κομπιούτερ. Όχι ακριβώς, εντάξει, να σχεδιάσεις είναι λίγο δύσκολο, ε. Σχεδιάστρια, θες να γίνεις? Έχεις ήδη φαντασίες στο μυαλό σου πώς θα ήταν, τι και ποιο? Από μικρή, ε? Με μόδα ασχολιώσουν. Και ποιος φταίει γι' αυτό? Ποιος φταίει γι' αυτό? Εγώ, ε? Σε έβαλα μέσα στο παιχνίδι. Θυμάσαι? Ήμουν μικρή. Θυμάσαι που τραγούδαγες του παπά Κωνσταντίνου το τραγούδι? Ο γάτος ο πονηρός, το θυμάσαι ακόμα? Όλο. Λοιπόν, Μαρία, μία μέρα το έβαλα στο YouTube. Το έχεις βάλει καθόλου να το ακούσεις? Για γάτο. Το έχω βάλει μία μέρα στο YouTube και το θυμόμουν κι εγώ όλο, ε. Εσύ το θυμάσαι όλο? Για βάτω. Με το «I'm Halieger», θυμάσαι που το τραγουδούσες, ή, ε? Άρα, Μαρία, βάτω. Ήταν ένας γάτος, μαύρος πονηρός. Έλα. Κάθε που εγράφιαζε, δίνονταν καθώς. Για τραγουδά. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά. Κόκκινο παχιό φορούσε στην ουρά. Wieder auf Sendung? Ist doch kein Thema. Dann hast du es natürlich anschauen müssen, weil das darfst du nicht verpassen, diese Originals. Cool. Und wie war's für dich? Jetzt schreib mal. Jetzt weiß ich, warum du heute vom Klaus geträumt hast. Gut. Bin ich gespannt. Und jetzt hat er sich die Rothaarige geangelt. Meinst du, es geht lang mit den beiden? Na klar, muss er Hexe sein, ne? Du magst sie nicht? War sie schon länger in der Serie dabei?
Hat sie ihn angebaggert? Oh. Hat er sie nicht abgelehnt, ja? Ihr armen Fans und Freaks müsst ihr was aushalten. Mit was füllst du denn die Monate, Maria? Hast du schon einen Plan? Ja. Stimmt. Du lässt es auf dich zukommen. Und vor allem, Maria, da haben wir den Rolli und da sind wir draußen unterwegs. Und am Abend bist du erschöpft und dann machst du auf dein Ding zur Erholung. Stimmt's? Ήταν ένας γάτος, μαύρος, πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό. Ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν νηφικά. Κάλιο με ένα γάτο παρά με κύλαρα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός. Με τόση καρπερότητα, αχ, αχ, μια σταλιά γέμισαν τα ιδρύματα με μπάσταρδα γατιά. Im Rahmen dessen, wie wir angefangen haben, also du hattest immer gleich diese Idee, diesen Film zu machen. Ne? Also das war für dich am Anfang klar, aber auch die Motivation, diese School of Documentary zu besuchen, ne? Oder? Sehe ich das falsch? Also als ich die School of Documentary begonnen habe, wusste ich eigentlich nicht, dass man auch einen Film dabei produziert, was natürlich klasse ist. Und als es dann darum ging, das Thema zu finden, war für mich sofort klar, das wird die Maria sein, weil ich habe bei der Maria angefangen zu fotografieren, auch mit ihrem Bruder Sotiri, der ist auch da. Und als ich bei der Maria begonnen habe zu fotografieren, habe ich schnell gemerkt, ich muss hier filmen, weil das einfach so wichtig ist, dass sie nur noch ihre Augen bewegen kann, genau das auch, diese Bewegung zu zeigen, was in der Fotografie dann doch begrenzt ist, und von daher war das dann für mich sofort klar. Und wie war eigentlich so, hat jemand da Handy eingeschalten? Oder bin sie selber? Wie lange hast du an dem Film jetzt gearbeitet? Also sie war von Anfang an mit dabei, hast du zuerst sie gefragt oder also wie ist das angegangen? Es ist sozusagen schon eine Vorarbeit, hat schon stattgefunden, was natürlich gut war, weil das dauert eben an sich länger, bis man an so die Protagonisten rankommt, bis man das Vertrauen schafft. Das ist einfach wichtig noch dazu in so einem heiklen Thema. Und ich habe eben vor ein oder zwei Jahren schon das erste Mal für mich gefilmt. Ich musste einfach anfangen zu filmen. Wusste aber noch nicht, was ich draus mache. Das heißt, da ist die Hürde schon übersprungen gewesen für mich auch zu filmen und auch den direkten, sehr engen Kontakt zu Maria und ihrer Familie zu bekommen, sodass ich jetzt wirklich sofort loslegen konnte und gleich auch die richtige Atmosphäre dafür hatte, dieses Vertraute dort. Das hat gleich funktioniert und ich habe dann im April haben wir gefilmt. April, also es waren eigentlich nur 3 Filmtage, mehr oder weniger. Es war ja alles sehr straff. Und da konnte ich es durchziehen. Wäre schwieriger gewesen, wenn ich nicht die Vorarbeit vor 2 Jahren schon gemacht hätte. Also was ganz interessant ist an dem Film, dass eigentlich dann trotz einer sehr eingeschränkten Bewegungsfähigkeit noch sehr viele Wünsche und sehr viele Sehnsüchte und so weiter da sind und sehr viel Freude eigentlich ist bei mir rübergekommen.
Und das ist eigentlich für mich eigentlich so, das hat mich total überrascht eigentlich, also dass das nicht so deprimierend oder so irgendwas ist, sondern dass sie eigentlich eher sehr positiver Mensch ist. Ne? Das war für mich auch ganz, ganz wichtig, das rüberzubringen, diese zwei Seiten, die immer da sind. Natürlich ist es eine traurige Situation für die Maria selbst, für die Familie, für uns, die wir von außen kommen. Das war für mich auch so. Aber mir war es so wichtig, nicht nur die traurige Seite zu zeigen, weil diese Menschen nicht bemitleidet werden wollen, sondern ich wollte einfach eben auch ihren freien Geist, ihre starke Persönlichkeit zeigen, die auch respektiert werden muss, und auch diese Freude und diese Leidenschaft für das Leben, die wirklich noch da ist. Mhm. Ja, in Anbetracht der Länge unserer Filme und der Kürze unserer Zeit, nein, danke. Ein ganz lieben Dank Gruß an Maria noch. Genau. Vielen Dank für alles. Genau. So. Jetzt haben wir wieder weiter. Der nächste Film spielt eigentlich auch in Bayern, heißt Abschussquote, ist von Tobias Obermeier, dauert 15 Minuten und bitte Film ab. Und das sagt aus, dass man eigentlich den Tierbestand so niedrig halten soll, dass der Wald ohne Umzäunung aufwachsen kann. Und ja genau, und das kann man sagen, wenn man mag. Und da sind die Rehe so niedrig gehalten jetzt über die Jahre. Wir haben einen Abschuss von 9 Rehen pro 100 Hektar. Wir haben 300 Hektar Pacht, also wir müssen 30 Rehe schießen im Jahr. Und das ist schon eine ganz schöne Menge, das Abschuss ist relativ hoch. Es gibt zum Beispiel Reviere mit wenig, die haben 4-5 Rehe, und es gibt aber auch mit noch mehr. Da, naja, es ist halt jetzt so Unsinniges oder finde ich, da kann man sich darüber streiten. Das ist ja total, meiner Meinung nach, ist es wieder ein Schmarrn, aber das ist meine Meinung. Wenn man schaut bei uns mit Grünen, die Abschusszahl, die 30 Rehe, dann haben wir auch einen Grad zusammen. Jetzt ja, sitzen aber als 3 oder 4 Jäger wirklich voll heraus. Also ich kann mich nicht noch mehr raussetzen und ein paar wahrscheinlich auch nicht. Und man sieht ja auch nicht mehr viel Rehe. Also wir haben jetzt zum Beispiel keins gesehen. Früher sind sie da unten draußen gestanden, man hat die Rehe gesehen in der Früh und auf Nacht, da sind 50 Rehe da gestanden. So was gibt es jetzt zum Beispiel alles nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr da. Das ist so weit runter dezimiert worden, dass halt einfach da drin, dafür schadet der Wald eins auch aus. Aber rehbestandmäßig ist da ein bisschen mau. Runter, ist jetzt auch den ganzen Tag im Büro, ist auch den ganzen Tag gestresst, also das ist schon was man aber erst, ich habe es erst lernen müssen. Und mit der Zeit, da findet man dann schon eine innere Ruhe. Also.
entweder Racher oder ein bisschen Spulen oder einen Hundstreichen. Aber bei einem Hund, wenn du zum Streichen anfängst, dann hört er nicht mehr auf, weißt du, wenn du aufhörst, dann. Oder halt der Zweitausige, weil er läuft so schon über langweilig, muss ich schon sagen. Aber sonst passt es eigentlich. Mein Mann und mein Lohr ist ein Mensch, da reiche ich halt fünf. Bis man immer schmeckt. Und ist wieder gut. Wenn du von Zeitung jetzt direkt zu mir Arbeit gehst, dann schießt du was über den Haufen. Und es ist ja oft so, dass da auch nichts rausgeht, dass du eigentlich auch von, du sitzt halt zehnmal heraus und drei, viermal, fünfmal siehst was und noch einmal, zweimal ist vielleicht was zum Schluss. Thank you.
einfach, also, weil ich die Gedanken habe, gell? Ich meine, die schießen. Das liegt sie aber dann, weil es nur einfach sei. Und, aber zuvor ist man schon ganz schön aufgeregt. Das Herzpump hat schon ganz viel, gell? Muss man erwarten, bis man ruhig wird, kann man nicht gleich schießen. Aber es liegt sie dann und es geht schon. So schön habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ich weiß, ist das. Die schimpft. Der Gescheiter war es nicht. Jetzt hat sie die halt auch stehen. Bei jedem Schuss, bei jedem Mal, wenn du was schießt, ist bei mir schon die Aufregung und die Nervosität da. Fast die gleiche, immer ein bisschen anders, aber ich bin da immer sehr nervös, muss ich das schon sagen. Und man merkt halt jedes Mal wieder vom Nein, dass das schon gewaltig ist. Oof.
Ja, schräges Teil. Ich habe noch nichts gesehen gehabt. Tobias, bitte berichte uns von den Dreharbeiten. Wie hat sich das vollzogen? Zum ersten Mal fehlt ein Abspann, der ist aus irgendwelchen Gründen nicht vorhanden. Tut mir leid. Vielleicht magst du die Namen noch nennen? Genau, das sind Christian Berghammer Senior und Junior, also Vater und Sohn, die zusammen auf die Jagd gehen. Die sind leider nicht da, die aus wenigen Gründen haben die Zeit gehabt. Schade. Das hat sich nicht sehr lange gezogen. Der erste Dreh war Ende April, Anfang April. Und am 1. Mai beginnt die Jagdsaison und dann geht es alle, am 1. Mai ist jeder Jäger draußen. Und von 1. Mai bis Anfang Juni, dann sind es insgesamt 6 oder 7 Mal. 4:30 aufstehen, 4 Uhr aufstehen. Ja. Dann, ich habe es ja mitgekriegt im Studio, du warst ja ab und an bei uns und hast berichtet über die Fortschritte der Jagd und du, und es ist einfach nie was passiert. Kann ich wieder richtig erinnern? Ja, das war teilweise ein bisschen mühsam, weil ich hätte immer hin und her pendeln müssen. Okay, heute gehen wir zum Jagen, okay, ich brauche Equipment, okay, du warst nach Salzburg, ist das Equipment da, pack's ein, fahr rüber, es passiert nichts, fahr wieder nach Salzburg, bring das Equipment zurück und das hin und her. War aufwendig, aber war eigentlich nie langweilig. Weil ich immer dachte, okay, es passiert nichts, der Jäger schaut immer in sein Handy rein. Wie lange hat ein durchschnittlicher Dreh gedauert? 3 Stunden. Man sitzt 3 Stunden im Schnitt oben, wenn dann die Dämmerung schon so weit vorangeschritten ist, dass man nicht mehr erkennt, ob es ein Bock oder ein Gors ist, dann ist es vorbei. War es für dich ein Muss, den Abschuss dann zu filmen? Oder ja. Was jetzt macht, wenn es nicht? Also ist nichts passiert, ja. War es vorteilhaft. Es passiert sowieso, sie gehen raus, sie schießen so und so und ob ich jetzt dabei bin oder nicht, ist letztendlich eh egal. Und Gott sei Dank, weil dann dadurch gibt es einen dramatischen Höhepunkt. Ja. Ich finde ja, dass der Film ohne Abschuss funktioniert hätte, also wenn dazwischen einfach ja, humoristische Elemente drin sind. Du hast das ja an den Reaktionen des Publikums dann gemerkt, dass einfach sehr viel gelacht, geschmunzelt worden ist, vor allem da mit dem Handy und man sitzt dort 3 Stunden lang, wissen wir jetzt, und es passiert einfach gar nichts meistens. Mach der Bier auf. Genau. Ja, wunderbar. Danke für dieses schöne Werk. Bleibst uns du erhalten? Was sind deine Pläne für die Zukunft? Ist noch ungewiss, aber ich werde leider etwas Salzburg verlassen. Oh. Aber ab und zu wieder vorbeikommen. Ne? Danke. Bleibst du dem Film erhalten? Ich denke schon, ja. Toi, toi, toi. Und vielen Dank an das Studio West. Gerne. Kurze Anmoderation, der nächste Film. Ah, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Ignaz Haber Straße 19a, Sabine Bruckner. Sorry, genau. Danke, Hermann. Ich habe dort 9 bis 10 Jahre gelebt. Meine Küche und Wohnung, es war eine Zweizimmerwohnung mit einem kleinen Gang und ein Badezimmer, die relativ in Ordnung war. Das Schlafzimmer war dann auf der Seite von Strubergasse und wo auch ein Off war und es war ruhig.
man hat überhaupt nichts gehört. Und Nachmittag war auch ist die Sonne hineingekommen. Die andere Seite, die Wohnzimmer mit der Küche hinein, war in die Seite, wo nicht mehr gehört. Und Nachmittag war auch eine, wenn ist man die Sonne hineingekommen. Die Fenster zugemacht. Andere Seite, die Wohnzimmer mit man die Küche hinein, war in die Seite, wenn man die Türe zugemacht, die Fenster zugemacht hat, hatte, dann konnte man überhaupt keine Lärm mehr hören. Ich bin hier gekommen, weil ich ein Stipendium hatte für Hotelmanagement. Und in dieser Zeit, wo ich da war, ist dieser politische Umbruch dort in Albanien gekommen, so ich habe alles verloren. Ich bin hier gekommen, weil ich hier ein Stipendium hatte für Hotelmanagement. Dann musste ich existieren. In dieser Zeit, wo ich da war, von heute auf morgen, ist dieser politische Umbruch dort. So hat mein Leben angefangen in Albanien. Politischer Umbruch, hier, Zivilkrieg, dann Sorgen um meine Familie existieren. Und alles. Und von meine heute Tochter auf morgen war. So hat mein Leben angefangen in Albanien. Politischer Umbruch, Zivilkrieg, Sorgen um meine Familie und alles. Und meine Tochter, die unten war. Ich habe am Flughafen 9 Jahre gearbeitet. Und in dieser Zeit mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert und habe ich eine Wohnung gefunden in Liefering bei einer sehr netten Familie. Aber dann plötzlich durch eine andere Situation in dieser Familie mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Dann bin ich im Wohnungsamt angemeldet dort am Anfang war Familie. Es war 92er Jahre, so ungefähr war das. Und die Menschen waren unfreundlich, am Anfang waren die ein bisschen, vielleicht hatten die gesagt auch von Ausländern, es ist 93er Jahre, so ungefähr war das. Ich habe versucht, meine Und die Menschen zu waren, sagen, damals habe ich auch kein Deutsch gesprochen, weil ein bisschen, die vielleicht hatten die Sachen auch von Ausländern, ich weiß es und, nicht. Aber irgendwie bin ich zurechtgekommen mit meinem Englisch. Ich habe versucht, meine Gründe zu sagen. Damals habe ich auch kein Deutsch. Dort habe ich zum ersten Mal gesehen, dass du bist nur ein Nummer. Dieser Kurs war in du bist Englisch. Nicht mehr Ekaterina Dost, aber irgendwie bin ich zurechtgekommen mit meinem Englisch. Bei der Wiesn. Habe ich angerufen, hat man mir gesagt. Dort, nein, die Wohnung ist nur für Inländer. Du bist nicht mehr Ekaterina Toska, aber du bist ein Nummer. Dort und bei der Visum. Habe ich angerufen, hat man mir gesagt, nein, die Wohnungen sind nur für Inländer. Jedes Mal, wenn ich vorbeigehe vor meiner Tür, dann immer kommen die Erinnerungen, wenn die Silvia zum Beispiel, wenn sie 3 Tage mich nicht gesehen hatte, dann ist egal, jedes Mal, wenn ich vorbeigehe vor meiner Tür, Kitty, bist du zu Hause? Ist alles in Ordnung? Nur, dass sie 3 Tage weiß, dass ich da bin. Ja, ja, egal. Wo bist du gewesen? So, ich habe gearbeitet und manchmal Kinder, bist du zu Hause? Ist alles in Ordnung? Nur, dass sie weiß, dass ich da bin. Wer zu mir kommt? Ja, wer geht? In welcher Uhr? In welcher Uhr? Was wollte dieser Mann, die gestern zu dir gekommen um 6 Uhr? Welcher Mann? Wer zu mir kommt? Wer geht? In welcher Ordnung? Was wollte dieser Mann, die gestern zu dir gekommen um 6 Uhr? Welcher Mann? Das ist interessant. Wir leben hier auch in einem Block. So. Aber vielleicht, das war
Die Treppenhaus mit den Wohnungen nebeneinander vielleicht und weniger Partei drinnen und vielleicht das auch hat mit das zu tun. Und dann plötzlich, es hat geheißen, dass unsere Block wird abgerissen und neu hier in die ehemaligen Salzburger Areal wird gebaut, eine neue Siedlung. Die haben so überall eine unsere Block wird abgerissen und hier in die ehemaligen Salzburger Areal wird gebaut, eine neue Siedlung. So wie die haben so im Radio, es war so. Ich glaube, wenn die Menschen so in demselben Haus haben, auch für die Strubergasse-Siedlung, dann gesehen die Zeitungsstraße und alles im Radio. Es war eine große Aktion. Ich glaube, wenn die Menschen so bald Lena, die seit langer Zeit hier gesehen Straße und alles. Und es war eine große Aktion. Viele wollten das nicht. Es waren auch sicher auch diese Lena, die seit langer Zeit hier gelebt hat. Nein, wir werden ganz normale Wohnungen und verschiedene. Es wird eine von Menschen sein, welche auch Leute hier werden, leben und arbeiten. Seit Anfang an war auch das ein Leben für die Österreicher. Es wird eine Mixung so viel von Menschen aus Ländern hier sein und leben und arbeiten. Mit wem werden wir dort leben? Manche waren mit mutig und haben das ganz offen dort im Volksversammlung so gesagt. Viele haben so untereinander gesagt, mit wem werden wir dort leben. Aber das manche waren mutig und haben das ganz offen dort in Volksversammlung gesagt. Viele haben so untereinander gesagt. Ich glaube, mit das haben die gewonnen, aber der Staat. Das war auch weil wir haben ständig das betont, dass es, wir werden so und so viele Autoparkplätze haben und die meisten werden ich glaube, mit die Garagen gewonnen, die Erde stand, so wird man weil sehen. Wir haben ständig das betont, dass es das war so eine Erleichterung, so viele Autoparkplätze haben und die meisten werden die in die Garagen und die Erde und so wird man nicht sehen und das war so eine Erleichterung. Und so war das und so hat das Projekt dann stattgefunden und haben die uns ist sehr schnell gegangen. Sehr schnell gegangen dann. Und so war das und so hat das Projekt dann stattgefunden und haben die uns ist sehr schnell gegangen. Sehr schnell gegangen dann. Ja, Sabine, kannst du kurz zu uns vorkommen? Du hast ein Thema ausgesucht, das eigentlich mit in der Stadt spielt, also dieses neue Stadtwerke-Areal. Wie bist du zu der Frau gekommen? Also, was war eigentlich die Ausgangsidee für diesen Film? Wie bist du zu deiner Protagonistin gekommen? Zu Käthe, die ist übrigens auch anwesend. Schön, dass du da bist, Käthe. Ich
gekommen bin, also ich habe eine Zeit herumgesucht und eine Zeit herumgefragt und schlussendlich war es so, dass es dort einen Nachbarschaftstreff gibt. Und da sind mir dann 3-4 Leute vermittelt worden und die Getty war eine, die sich bereit erklärt hat zum Interview und Geschichte zum erzählen. Ist es schwierig, also praktisch, dass Menschen irgendwie einfach irgendwie vor die Kamera gehen und deine Fragen beantworten? War das für dich schwieriger, als du gedacht hast, oder war es einfach? Naja, also schwierig war für mich, glaube ich, so den Turn zu machen, dass ich mir ursprünglich gedacht habe, da passiert total viel in Lehn und da passiert etwas mit Leid und das irgendwie aus einem kritischen Moment heraus, also eher so ein bisschen das, was halt in Medien berichtet wird und so. So, jetzt verrede ich mich gerade. Also da wolltest du ja den kritischen Aspekt. Also es sozusagen einen Unterschied gibt zwischen dem Blick, den man von außen zubetragt und dem, was die Leute selber eigentlich denken, nämlich dass eigentlich das für sie schon super ist, wenn neue Wohnungen gebaut werden und dergleichen. Ne? Und das ist auch so ein bisschen was, was mir die Kette dann erzählt hat. Also das war so der Turn, der für mich schwierig war, weil ich zu Beginn eher kritisch eingegangen bin und mir dachte, ja, Gentrification und weiß Gott, was nicht alles passiert, aber letztlich es für die Leute selber doch eine Aufwertung ihrer Lebenssituation ist und man das respektieren muss. Mhm. Das ist ein sehr interessanter Aspekt sozusagen, wenn man so eine Ausgangsthese hat oder eine Vorstellung, was will ich eigentlich mehr damit eine kritische Beleuchtung von mir aus von Baufirmen und teuren Mieten etc., Gentrifizierung, dass das ist aber gesagt und dann praktisch wird da sozusagen genau der Punkt dann eigentlich, geht sie dann vielleicht gar nicht so aus, also dass die Leute zufriedener sind, als man glaubt. Ja, es hätte halt auch, also man kann das Thema natürlich schon anders verhandeln, also man, über die Stadtplanung, über Architektur, über Architekten, auch über Leute, die in dem Projekt konkret involviert waren. Und da gibt es auch ganz viele gute, gescheite Meinungen drüber. Aber letztlich ist es dann auch wieder so, eine Ebene drüber zu setzen, also das zu wiederholen, was eh schon passiert, nämlich dass sozusagen Menschen verwaltet werden in diesem ganzen Stadtplanungsthema. Da wird mit Menschen etwas gemacht, ohne sie groß einzubeziehen. Ist das für dich weiterhin ein Thema oder war das jetzt ein Startschuss für dich, dieser Film, oder verabschiedest du vom Thema die Stadt und Stadtplanung und so weiter und so fort? Nein, also ich glaube, es kann eher nur so ein kleiner Ausschnitt gewesen sein. Also ich glaube, dass man da dranbleiben muss und ich glaube schon auch dranbleiben möchte. So. Ja, okay. Sabine, danke. Kein Blödsinn erzählt. Der nächste Film heißt Die Klinik von Aurea Leibitz-Eder. 15 Minuten und ja, bitte. Film ab. Okay, dann bitte alles zurück. Der nächste Film ist von Zhuo Wang, Bernhard Baumgartner und Christopher Biribauer. Querschwimmen. Ja, bitte, Querschwimmen. Nachruf an Lonely. Glücklicher Zufallskauf. Zwischen den Welten. Wasser, Luft. Wieder von dem blauen Planeten verschwunden ins Nichts. Ohne Gruft. Verschwirrung. Grob deinen Bann verloren. Meist schwarmlos zuckst Schwimmbahnen. Von deiner Horde distanzierend. Verwoben. Im Nass. Die Morde dich aß, never know, nur ahnen.
enthoben, nähen am Ski. Auf Erden für dich nie gut gehen, kein drittes Gehgut mehr in 12 Räumen. Inters Ex-Fisch. Es verabschieden sich die Betrachtenden aus ihren Welten mit Hochachtung vor deiner Einzigartigkeit. Ja, das war eigentlich so, dass der Sarafisch, der schöne siamesische Kampffisch, gestorben war. Und der war echt schön und das war schon mein erster Fisch eigentlich, der gestorben ist. Und irgendwie habe ich das dann sofort kompensiert mit einem neuen Fischwurfkauf und diesmal Schwarmfische. Ein völlig überstürzter Kauf. Ich tue die Fische ins Wasser und die waren irgendwie alle total wild. Ich habe mich bei einem Fisch halt dann besonders schwer getan irgendwie. Mir war es am Anfang eh nicht ganz klar, wie schaut der aus, wie ist das jetzt Männchen oder Weibchen. Und bei einem Fisch habe ich mich halt besonders schwer getan. Der hat dann irgendwie so beide Merkmale gehabt. Und dann war das ab dem Zeitpunkt so ein bisschen der besondere Fisch. Und der ist auch immer so alleine rumgeschwommen. Und ich fand es aber ganz toll, dass der immer so sein Individualverhalten mehr hatte als diese. Das ist eigentlich ein Gruppenfisch und er schwamm aber immer in seinem Revier rum. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, oh, der ist ein Außenseiter. Also, okay, ja, tut sich vielleicht ein bisschen schwerer. Und er ist aber auch immer zurückgeschwommen. Also er hat sich eher immer angreifen und vertreiben lassen, das hat man schon gemerkt. Dann ist er halt immer irgendwie dünner geworden und ist so auch heller geworden. Die anderen haben immer mehr Farbe bekommen und er eher nicht so. Und das ging dann eigentlich ganz schnell, dass er also irgendwie noch armer ausgeschaut hat. Und dann habe ich versucht, den irgendwie ein bisschen aufzupäppeln und zu beobachten, was der da mehr so macht. Und dann ist mir halt aufgefallen, okay, der schwimmt zum Futter hin, wenn ich es reintue, schwimmt aber komplett am Futter vorbei und das interessiert ihn nicht. Und also dreht sich dauernd nur im Kreis und schwimmt hin, schwimmt aber wieder zurück, ohne es zu schnappen. Und dann habe ich plötzlich das Futter ausprobiert und so und das hat alles nichts geholfen. Und plötzlich lag er halt dann mal am Boden. Ja, also am Lonely, am Intersexfisch, habe ich halt irgendwie gemerkt, der war sehr eigen im Vergleich zu den anderen einfach. Aber das war halt wahrscheinlich auch sehr tödlich für ihn. Glaubst du, sind sie in Gedanken versunken, wenn sie gut stehen bleiben? Ja, ich glaube, das ist so wie bei uns Kastengucken. Das war irgendwie schräg, weil ich habe mir gedacht, Fische, ja, das ist schon irgendwie komisch. Also warum kauft man sich überhaupt ein Aquarium? Und ich habe aber dann echt so eine Art Zurückerinnerung gehabt. Vor 10 Jahren habe ich da exzessiv immer das Sims-Spiel gespielt. Und beim Sims-Spiel muss man ja die Wohnung einrichten und die Wohnung kann man dadurch schöner gestalten, indem man ein Aquarium zum Beispiel reinstellt oder eine Staffelei. Und die Figuren in Sims, wenn du die dann vor dieses Aquarium stellst, die machen halt dann ungefähr 5-mal oh, wii, oder irgendwelche ganz komischen Geräusche. Und dann gehen sie wieder. Aber der Level
füllt sich, also der Wohlfühllevel. Und sie werden dadurch erfolgreich in Arbeit und auch privat im Liebesleben finden sie leichter dann die richtige Partnerin oder den richtigen Partner. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, also ich weiß nicht mehr, ich kann es ja mal probieren. Stelle ich mich halt dann auch ab und zu mal davor und mache A und O. Und es ist wirklich so, dass es irgendwie irgendwo beruhigt, wenn man länger hinschaut. Oder? Und es führt einen immer so ein bisschen in eine andere Welt. Für mich sind Fische schon einfach spannend, weil sie im Wasser leben und weil ich das Wasser wahnsinnig gern mag. Wenn ich im Wasser bin selber, dann ist es, das ist unglaublich angenehm einfach. Und es geht mir gut im Wasser. Und von dem her ist es schon irgendwie, so abstrakt es eigentlich ist, diese Identifikation mit Fischen, ja, ist irgendwie schräg. Ich habe es noch nicht geschafft, dass ich jetzt so tief das Aquarium in meine Träume einbaue, dass ich da jetzt als Fisch da rumschwimme. Das ist mir noch nicht passiert. Nur beim Tauchen, beim Schnorcheln war es halt extrem angenehm. Da habe ich mich dann wirklich kurzzeitig wie ein Fisch gefühlt. Da habe ich plötzlich irgendwoher nochmal eine Luft bekommen und war wirklich sehr lange im Wasser, ohne zu atmen. Da habe ich mir gedacht, ich mir wachsen Kiemen. Also das war so ein schräger, magischer Moment. Das war irgendwie wild. Christopher, wer will raus? Wer muss raus? Ja, danke für diesen wunderschönen Film. Mir ist ganz spontan einmal durch den Kopf gegangen, Parabel auf die Gesellschaft, Intersexualität, Queerfish, dann irgendwie künstlerische Annäherung an das Element Wasser, von einer Sprachkünstlerin ganz offensichtlich. Wir haben am Anfang dieses schöne Gedicht gehört. Ist die Künstlerin anwesend? Ja, genau. Ich freue mich sehr, dass die Patricia heute da ist. Hallo. Ich bemerke das mal. Schön, super Gedicht. Ja, was ist der Film für euch? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Muss auch nicht beantwortet werden. Ja, ein langer Prozess, der irgendwie viel Spaß gemacht hat, wahnsinnig verwirrend war zwischendrin. Zum Schluss, ja, auch ziemlich zart, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das total unterschätzt, wie viel Arbeit. Was war verwirrend? Verwirrend, ja, was kann man sagen, was kann man nicht sagen, was muss man sagen, was kann man eigentlich erlassen. Also viele Fragen, die man sich stellt und... Ja, wo immer wir während dem Prozess oder wo wir auch oft, glaube ich, uns überlegt haben, was braucht es nicht. Ich weiß nicht, wie ist dir gegangen?
Also für mich war der spannendste Moment, wir haben irgendwann so die Themen gesammelt, was jeder so machen möchte. Und du hast eigentlich ganz eine andere Idee gehabt, die ist dann nichts geworden damals aus verschiedenen Gründen. Und dann bist du mit der Idee gekommen und das war so die Idee, das ist total ein schräger Schatz. Und dann waren wir alle so, das ist eigentlich geil, weil das ist irgendwie wirklich anders und so. Und für mich war der spannende Moment dann so, okay, wir machen ein Künstlerporträt, indem wir ein Aquarium zeigen. Und das hat mich dann irgendwie gekriegt, die Idee. Und ja, die Arbeit hast du gemacht, war super. Also, und die Musik ist auch hammer. Genau, vielen Dank auch an Christopher, er ist heute da für die schöne Musik. Also, ich finde, ihr habt dieses Künstlerinnenporträt unglaublich gut umgesetzt, auch mit diesen wechselnden Perspektiven. Das ist natürlich immer spannend. Wasser sowieso spannend. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ich glaube, ich muss bald ans Meer. Ja, unglaublich gut. Lass mich nur ganz kurz nachfragen, was war das Zache, was du gesagt hast? Ja, die Fitzelarbeit am PC. Ja. Ja. Willkommen im Club. Ich habe mir dann einen Badeanzug gekauft, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt wieder was tun. Also hat es was gebraucht, ja, oder was? Es hat mich definitiv zum Schwimmen gebraucht, also es war super. Großartig. Ich hoffe, ihr bleibt im Film erhalten. Gibt es da in dieser Richtung irgendwelche Überlegungen? Beides sind klar. Ja, also ich mache schon seit einiger Zeit immer wieder so mit Videoproduktionen. Habe die School of Documentary gemacht, weil das gibt es dieses Subgenre der Mockumentary, also ernsthaften Blödsinn zu erzählen. Das ist das, wo ich herkomme beruflich auch. Und ja, ich mache Kabarett, Comedy, so Geschichten. Und das reizt mich schon länger. Einfach, es ist ein Medium, das bewegt, weil es bewegt Bilder zeigt. Und cool, ja. Ja, also kann man jetzt schon eigentlich drüber erzählen, Hermann, ein bisschen was? Über die Porträtserie, oder? Ja. Ja, also ich genau, also ich werde im Rahmen eines anderen Studio West Projekts noch ein kleines Porträt noch machen, genau, über eine Salzburgerin. Es steckt noch in den Kinderschuhen, kann noch nicht so viel dazu sagen, aber es ist spannend und ich bleib dabei. Alles klar, ich freue mich schon sehr. Okay. Danke euch beiden, danke an die Musik. Danke fürs Dabeisein. Der nächste Film von Aurea Leibetzeder in der Klinik. Die Klinik. Filmer. Thank you.
Eher mit einer Kinderklinik würde ich es eher vergleichen, ja? weil die Erwachsenen sich einfach Sorgen machen über ihr Haustier, ja? Und das ist ja für sehr viele auch ein Kindersatz, das Haustier, ja? Und damit muss man auch die Ängste und die Sorgen von den Leuten auch verstehen, ja? Für viele Menschen in der heutigen Zeit sind Tiere leider nur mehr eine Sache, oder wenn sie unproblematisch sind, und dann freuen sie sich über das Tier, und sobald Probleme auftreten wie Krankheiten kosten, ja, dann wird es ein bisschen problematisch. Ja. Dann geben sie es auch in Tierschutzvereinen oder sie schenken es her. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, ja, sind aber oft Leute, die diese Tiere aufnehmen, ja, die in Tierschutzvereinen landen, die abgegeben werden. Und diese Leute sind schon sehr extrem, haben eine extreme Bindung zu den Tieren. Und dazu muss man eben auch nicht nur tierliebend sein, man muss auch die Bindung zu den Menschen, zu den Besitzern extrem aufbauen. Ja? Weil die wollen, wenn sie zu uns kommen, eine extreme Vertrauensbasis haben. Ja? Die wollen wirklich, dass wir ihre Tiere so behandeln, als wären sie unsere eigenen. Ja? Und das ist das ganz, ganz Wichtige, und ich glaube, das ist auch unser Motto, dass wir das so machen, ja? Dass wir die Patienten ernst nehmen, auch wenn sie manchmal nervös sind. Sie wissen ja nicht, was das Tier hat oder ob es krank ist oder nicht wirklich krank ist oder sterbenskrank ist. Und deshalb glaube ich, diese Beziehung, die wir zu den Besitzern aufbauen, das ist in unserer Klinik ganz, 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 ganz wichtig und glaube ich, wird von den Patienten auch sehr geschätzt. Und wir meinen es auch ehrlich und wir empfinden das auch ehrlich, weil wir selber Tiere haben und wir selber, wenn das krank ist, ob es jetzt um Mitternacht ist oder 4 Uhr früh, wir verstehen die Sorgen, dass die kommen wollen und dass wir sie untersuchen und ihnen auch eine ehrliche Antwort geben, was wir ihnen vorschlagen und was wir tun würden. Ja? Nicht, weil wir ein Geschäft machen wollen oder weil wir Geld verdienen wollen, sondern weil wir wirklich den Tieren helfen wollen. Ja? Und ich glaube, dass die Patienten, die zu uns kommen, das auch sehr schätzen. Ja? Die Ehrlichkeit, ja, die man da an den Tag legen muss. Ja? Also ich bin in der Tierklinik Währing seit 1999 beschäftigt. Das war dann unmittelbar nach dem Studium. Und das ist eine tolle Klinik, weil man in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen kann. Jetzt ist es Routine, aber es ergeben sich in dieser Klinik immer wieder sehr spannende
Neuigkeiten, sehr spannende Fälle, die einfach das Arbeiten dann immer eigentlich sehr interessant machen. Und auch die Spannung bleibt dadurch aufrecht und die Herausforderung ist einfach immer eine große. Jeden Tag kommen irgendwelche Neuigkeiten und Überraschungen und diese Herausforderungen schätze ich. Und das ist besonders in der Tierklinik-Währung. Das Interesse war für Tiere war immer da, eigentlich schon von Kindern drauf. Ursprünglich wollte ich Großtierpraktiker werden, habe dann ganz kurz in der Großtierpraxis gearbeitet, bin aber drauf gekommen, dass das nicht ganz meins ist, weil da einfach zu wenig Diagnose gestellt wird und auch die Therapien sehr mangelhaft sind, weil halt einfach die Möglichkeiten nicht zu bestimmen bei den Bauern das noch sehr limitiert ist und ein bisschen eine andere Struktur da ist als in unserer Heimtierpraxis. Und das war dann auch der Grund, auf die Kleintiere zu gehen und habe es absolut nicht bereut, Kleintiere zu machen. Ich bin Milad, ich komme aus dem Iran und ich arbeite hier seit eigentlich ein oder eineinhalb Monate. Und ich habe mein Studium im Iran abgeschlossen. Hier muss ich meine Diploma klassifizieren und es dauert wahrscheinlich vier oder mehr Semester. Meine Frau und ich, wir waren lange Zeit auf der Universität. Ich war als Assistenzprofessor, meine Frau als Assistentin der Chirurgie. Und wir haben uns dann selbstständig gemacht. Zuerst waren wir in der Nähe hier 10 Jahre in einer kleineren Klinik und jetzt sind wir schon seit 15 Jahren hier. Also insgesamt 25 Jahre in dem Bezirk. Ja. Und ich war immer spezialisiert für Chirurgie. Meine Frau ist auch dort gewesen und damit haben wir beide hier eine Operationsklinik aufgebaut, ja, mit Überweisungen von anderen Kollegen. Es geht jetzt schon sehr, sehr gut und sehr lange und wir haben jetzt uns immer bemüht, auf dem modernsten Stand der Technik zu sein, wie zum Beispiel Computertomographie waren wir die Ersten, die hier in Wien das gemacht haben. Dann haben wir begonnen mit den endoskopischen Operationen, das ist auch etwas, was früher nicht genau gemacht wurde, das machen wir schon seit 15 Jahren, seit fast 20 Jahren, Hüftgelenksprothesen, Ellbogengelenksoperationen, Wirbelsäulenchirurgie, also Bandscheibenvorfälle, das ist unser Spezialgebiet und natürlich Herzultraschall, also überall eben ein bisschen mehr als die meisten arbeiten. Ja. Schauen wir mal, ich werde da reinigen.
Das Anliegen ist, dass wir wirklich Qualität bieten. Ja, also die Qualität muss man schon sagen, dass das eine sowohl fachliche Qualität ist, auch, als auch die Qualität von den Geräten. Ja. Sie haben das CD gesehen, Sie haben den Ultraschall gesehen, die operativen Einrichtungen. Also das ist nicht etwas, was jeder Tierarztpraxis anbieten kann. Das heißt also, wir machen sicher Fälle, die woanders nicht behandelt werden können, aufgrund der qualitativen Mängel, ja, also sprich sowohl fachlichen Ausbildung als auch gerätemäßig der Möglichkeit, Untersuchungen durchzuführen. Ja. Also ich glaube, dass das an unserer Tierklinik schon der zweite wesentliche Faktor ist, dass wir einfach sehr viel anbieten können. Ja. Sehr angelehnt an die Humanmedizin, also eigentlich Dinge, die in der Humanmedizin gemacht werden. Es ist zwar manchmal sehr viel Aufwand, den wir machen, aber die Patienten, die zu uns kommen, schätzen halt den Aufwand. Ja. Wenn einer sagt, ich kann es mir nicht leisten oder ich will es auch nicht wissen, ja, dann muss man halt ohne große Diagnostik irgendeine Therapie machen. Aber das liegt halt nicht in unserem Ansinnen. Also wir machen Diagnostik und erst wenn wir wirklich sicher sind, wir haben eine richtige Diagnose, dann machen wir auch den entsprechenden Therapievorschlag dazu. Natürlich, das Team kommt dran, ja, weil wir Tag und Nacht im Einsatz sind. Also die fahren natürlich auch in der Nacht Hausbesuche, müssen in der Nacht Patienten betreuen. Also die psychische Belastung ist natürlich für unser Team sehr, sehr hoch. Das ist richtig. Ja. Und deswegen haben wir auch einen Rat. Wir haben mehrere Tierärzte und versuchen halt wirklich eine Rundum-Betreuung unserer Patienten damit zu erreichen. Nur sie hat grundsätzlich, glaube ich, ein Problem. Er hat gestern einen Punkt abgenommen. Sie hat zwar ein bisschen erhöhte Leukozyten. Ja, vor allem. Über das Gesamt. Die anderen zwei? Jetzt nicht so. Gut, schauen. Sie ist ja gerne. Wenn sie ein bisschen verletzt, das weiß ich schon. Aber der Bauch ist viel besser. Sie hat aber heute noch nicht so viel Fressen. Im Kopf kommt nur so ein bisschen raus. Es ist ein Gefühl. Große, gell? Ich hätte die gerne länger hier. So war das. Ich habe da jeder Zahnverschlitten nach. Ich kann noch nicht ein Schlank. Aber sie ist aber dieser Teufel, ich meine, sie sind alle voll. Also sie ist eh wieder ein bisschen zu Man geht zur schwarzen Pässe seit gestern, seit die Injektion. Es geht ihr nicht schlecht. Was ist denn das Witzige? Ich bin vorbei. Also finden Sie nicht, dass sie abgibt. Ich meine, sie ist schlank, aber sie ist nicht abgemagert. Sie ist schlank, sondern hochbeinig. Ja, ich glaube auch. Also hektisch abgemagert ist sie nicht. Sie hat aber sie jetzt vom Baby an ein schmales Gesicht gehabt. Ja, die ist nur vom Anfang an nicht schlank. Ja, ich glaube, die wird das so ein langes Leben. Ich kenne sie. Ja, sie ist gut. Es geht ihr gut. Magic. Magic. Und es waren zwei, so kleine Wuchelzyklen. Ich weiß jetzt nicht, ich war gestern nicht zu Hause. Ich bin halt erst zurückgekommen. Ich weiß aber nicht, ob die.
Ja, bitte. Kommst du zu uns? Ja, das tierlastige Programm des heutigen Abends abgerundet mit der Klinik. War total spannend zu sehen, wie auf dem Hightech-Niveau da gearbeitet wird. Du hast da ziemlich alleine gearbeitet in Wien, ne? Du warst eben in Wien und hattest sozusagen von mit Salzburg eigentlich praktisch die Unterstützung dann nicht so. Ja. Ja, erzähl einmal, wie bist du auf die Tierklinik gekommen? Ja, ich habe Katzen und ich bin privat dort, wenn die Katzen krank sind. Und das Thema ist mir eigentlich erst beim Studio West, wie wir die Themen besprochen haben, eingefallen, dass ich es, also ich finde es sehr interessant, dass die Tiermedizin schon so ähnlich ist wie Humanmedizin und ja, und da habe ich mir gedacht, das könnte man irgendwie lustig auch hinkriegen, dass man das zuerst nicht merkt im Film. Das ist da gelungen, aber was mir total gut gefallen hat, ist eigentlich so immer wieder diese, weil wir haben ja, es gibt ja verschiedene Arten von Dokumentarfilms, Erzählweisen und das denke ich wirklich so teilweise so wirklich im Stil von Direct Cinema, also nur mit teilnehmender Beobachtung gefilmt und diese Teile haben mir eigentlich sehr gut gefallen. Ne? Also das geht irgendwie anscheinend im medizinischen Bereich relativ einfach, weil die Konzentration wahrscheinlich eher dort ist. Und wie arbeitest du? Arbeitest du weiter am Dokumentarfilm oder gibt es da irgendwelche Pläne? Also ich hoffe es. Ich habe jetzt noch keinen zukünftigen Plan, aber ich würde gerne dabei bleiben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Film zu drehen und ja, der Workshop war echt sehr interessant und ich habe sehr viel gelernt. Und, ja. Ja, danke. Ja, wir treffen uns dann sowieso alle oben gemeinsam, es gibt oben was zu trinken, konsumieren etc. Wir können miteinander reden und so. Und vielen Dank an euch alle, also an alle, die da irgendwie die Organisation, den Livestream gemacht haben, also Beat, Holger, Stefan Sternert, Andi Kunz. Ja, danke natürlich auch bei dir. Danke an dir. Moderator. Selber Moderator. Danke an das Kino. Das Kino begleitet uns schon seit Jahren und unsere Projekte wären ohne die Hilfe vom Das Kino in dieser Art und Weise nicht realisierbar. Danke an unsere Förderer und Fördererinnen, die also in erster Linie Land Salzburg und Stadt Salzburg ohne diese Fördermitteln konnte man die Arbeit des Studios so nicht aufrechterhalten. Und danke an euch, dass ihr zahlreich erschienen seid. Die nächste School of Documentary, ein wenig Werbung in eigener Sache, wird im Februar 2015 wieder ablaufen. Spread the word. Vielleicht ist irgendwer nach dieser wunderbaren Werbung selber interessiert, daran teilzunehmen. Ihr könnt es unter www.studio-west.net nachschauen. Die nötigen Infos werden wahrscheinlich irgendwann einmal im Oktober dieses Jahres auf der Homepage dann sein. Und sonst schaut einfach vorbei, wenn irgendwer Interesse hat an unserer Arbeit oder selber in diesem Bereich tätig werden will, Franz-Josef-Straße Nummer 20. Ja, und außerdem geht es im September wieder weiter mit Salty Talks, das heißt also unsere Dokumentarfilmserie zur Diskussion oben im ersten Stock, bei freiem Eintritt, also meiner Ansicht nach so ziemlich das Beste, was ein Dokumentarfilm so in den letzten Jahrzehnten und auch aktuell produziert wird. Ich finde. Ja, okay. Danke, alles zum Aufwärmen, alle, die den Livestream zugesehen haben, an die Zuschauer natürlich.
Und natürlich nochmal ganz herzliche Grüße an die Maria und hoffentlich hast du viel Spaß. Okay, alles Gute, Maria. Thank you.